Trotz alledem muss ich sagen, ich kann so nicht weitermachen. Oh yeah, oh baby, ich find's so nice, bis ein neues Video kommt von Kaneko, oh scheiße, yeah. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuen Video, oh oh. Piralo. Hi, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt schon gehört, ich wollte ja neue Musik machen. Das war jetzt schon ein kleiner Vorgeschmack. Nein, war es natürlich nicht. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, sieht man, dass sich in diesem Jahr auf diesem Kanal so ein bisschen was verändert hat. Und generell, so was meine Content Creation angeht, ist es ein bisschen weniger geworden. Das hatte natürlich verschiedenste Gründe. Wir haben vielleicht mitbekommen, ich war so ein bisschen krank, war jetzt zum Beispiel fast einen ganzen Monat mit den Nachfolgen noch von Corona beschäftigt. Ich habe mich auf der Tour, als ich damals mit Electric Callboy unterwegs war, infiziert tatsächlich auf dem letzten Konzert in Köln. Also ihr scheiß Kölner, ne? War natürlich nur ein Scherz, ne? Genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Richtig. Nein. Doch. Genau. Nein. Doch. Ja. Richtig. Deswegen dachte ich mir, ich wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen abholen. Ich wollte euch jetzt mal erzählen, was kannst du als Abonnent oder Abonnentin eigentlich auf diesem Kanal erwarten? Weil irgendwie ist es nicht so ganz klar gerade. Ich kriege verschiedenste Kommentare, ich kriege auch verschiedenste Reaktionen und Rezensionen von euch, denn es gibt ganz viele, die letztes Jahr dazu gekommen sind. Also die Bus-Simulator-Geschichte, die letztes Jahr natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Kanal gezogen hat, die sitzt bei einigen noch sehr tief. Habe ich so das Gefühl. Das bedeutet, viele fragen mich ständig, also auch in meinen Livestreams übrigens. Also mein Livestream findet übrigens statt jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf twitch.tv/Kalle. Ja, ich habe hier so eine neue Spielerei und ich muss da andauernd dran rumfummeln, weißt du? Das, ich weiß nicht, ob euch das nervt, aber so ist es nun mal. Nein. Siehst du? Nein. Doch. Nein. Doch. Na? Nein. Arschlochschwein. Hey. Naja, auf jeden Fall bin ich, also ich habe hier ganz viele tolle Knöpfe. Da lache ich. Da rülpse ich. Da rülpse ich auch. Da rülpse ich auch. Und da wird gefurzt. Also ihr seht schon, ich habe hier wirklich, ich bin im Kopf manchmal noch 12. Aber Spaß beiseite. Ich habe in den letzten Jahren hier auf diesem Kanal super viel ausprobiert. Und als YouTuber oder YouTuberin ist man sowieso immer ständig in so einer Findungsphase. Und viele haben mich, wie gesagt, durch diesen Bus-Simulator kennengelernt. Wodurch aber natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung in der Zuschauerschaft geprägt wurde, die ich eigentlich so nie geplant hatte. Muss man dazu sagen. Weil ich mache ja schon viel länger Videos und ich mache das auch hier schon viel länger Fulltime. Das bedeutet, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Real-Life-Busfahrer, der dann irgendwie gesagt hat, komm, ich mach das mal im Video, weil ganz viele Leute kamen dann damals von TikTok. Ja, letztes Jahr habe ich natürlich den Aufwind sehr genossen und habe dann aber auch teilweise andere Sachen gebracht. Also zwischen den Bus-Simulator-Videos kamen dann auch immer andere Games, zum Beispiel der Police-Simulator. Keine Widerwehr! Keine Widerwehr! Der Rasenmäher-Simulator. Rückwärts auf den Anhänger fahren. Man kann das Ding mal schneller oder was? Können wir mal Drehmomente hier erhöhen? Oh. So. Was ist das für ein Spiel, Mann? Hin und wieder gab es da nochmal Cooking-Simulator oder House-Flipper. Gerichte bestellen. Ich glaube, das hätte ich lieber. Also generell diese Simulationsriege fand ich super interessant. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar ein Formel-1-Video gemacht. Da habe ich mit so einer Kaffeemaschine erst gespielt, ne? So, mein Schätzelein, heute ist Zeit, ne? Wir müssen heute, müssen wir die anderen fertig warten. Und damit wollte ich natürlich zeigen, dass ich vielseitig einsetzbar bin. Dass ich also nicht nur hinter dem Busfahrer-Lenkrad sitzen muss, sondern dass ich auch andere Sachen hinkriege. Hin und wieder bin ich dann auch auf anderen Kanälen natürlich aufgetreten. Wir hatten ein gemeinschaftliches Projekt mit anderen YouTuberInnen, was auch wöchentlich kam, was dann auch so ein Uncut-Format war. Und ja, all diese Dinge haben natürlich parallel zueinander stattgefunden und es war auch eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Und hat mir auch super viel Spaß bereitet. Jetzt, dieses Jahr sind wir in eine Situation gekommen, wo ich mich gerne wieder mal so ein bisschen auch mit meinem Inhalt verändern wollte. Weil wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, dieser Kanal hat damals angefangen mit massenweise schlechtem Gameplay in League of Legends. Also ich habe super viele LOL-Videos damals gemacht. 2016 habe ich damit angefangen. Das sind jetzt gute 6 Jahre fast. Und ja, da habe ich einfach auch damals, als ich hier bei Freaks for You Gaming angefangen habe, wo ich auch seit 5,5 Jahren angestellt bin, da habe ich als Moderator damals angefangen. Also ich habe League of Legends kommentiert oder moderiert in einer professionellen E-Sports-Serie.
Ja, wissen vielleicht ganz viele gar nicht. Deswegen hier mal ein kleiner Einblick. Ja, von mir war es das bis jetzt auch einfach mal. Das war ein sehr schlauer Satz. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Der war wundervoll. Dementsprechend verabschiede ich mich. Fangen wir mal an. Da habe ich also moderiert und es gab immer Gäste, wir haben die Spiele kommentiert, Weltmeisterschaften haben stattgefunden. Das Ganze endete dann sogar für mich als Moderator 2019 bei einem riesigen Live-Event, was The Main 2 hieß. Das war das Finale der Weltmeisterschaft in League of Legends, wo wir hier in Berlin vor über 3000 Menschen unsere Show da durchgezogen haben. Auch hier gerne ein kleiner Einblick. Ja, das ist doch noch gar nicht alles. Ich habe ja viel mehr gemacht. Auf anderen Kanälen habe ich ja Großartiges geleistet. In diversen Kurzfilmen habe ich schon mein Unheil getragen. Oder wie man da sagt. Ne? Zum Beispiel Panzerpanne. Was ist hier los? Ich habe Leben in meiner Welt. Das Schlachttraumschiff. Ich sag mal so, ich krieg das schon hin. Ich bin zufällig der beste Sandkuchenbastler der westlichen Hemisphäre, sag ich jetzt mal. Ich bin irgendwann mal für ein Hanno 2018 nach L.A. geflogen, um Borderlands 3 zu testen. Und Hand of Brothers, we're like brothers oder so, keine Ahnung. Sie, excuse me, das heißt Klappe, glaube ich. No, das kann nicht sein. Voila, das heißt Flingklatscher. Auf jeden Fall habe ich so an verschiedenen Orten entdeckt, was mir sehr viel Spaß bereitet. Zum Beispiel Schauspielerei oder ja, Wannabe-Schauspielerei vor der Kamera in Kurzfilmen oder sowas hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Kurzfilm damals war sogar auch bei Hand of Blood auf dem Kanal. Da habe ich mich in einem Mafia-Film abschießen lassen. Es war grandios. Also da haben die Leute gesagt, ey, Kalle, geil gestorben. Und ich kann auch verstehen, dass jetzt die Leute über die Zeit natürlich sich an gewissen Content haben gewöhnen wollen oder beziehungsweise eine gewisse Erwartungshaltung haben. Gerade speziell wegen im letzten Jahr. Was für mich ein bisschen schwierig wurde oder ist, dass viele sich darauf festgefahren haben. Viele wollen immer noch den Bus-Simulator sehen. Viele wollen immer noch dieses eine Meme mit der Katze und nur diese Jokes. Und da muss ich sagen, das ist nicht so mein Typ. Also ich stehe zu diesem Content, den ich da gemacht habe und ich habe den auch echt gerne gemacht und habe das natürlich auch echt genossen, dass die Viewerzahlen da teilweise in die Millionen schießen hier auf dem Kanal, was absurd ist. Ich muss immer wieder für mich was Neues entdecken und ich merke halt, dass dieses Bus-Simulator-Ding sehr festgefahren ist. Verstehst du? Festgefahren. Alter, habe ich viele Pickel in der Fresse. Über die Zeit letztes Jahr hat sich da für mich einfach rausgestellt, yo, Kalle, ich brauche mal wieder frischen Wind. Ne? Es muss mal wieder was Neues geben. Und da habe ich natürlich auch andere Games einfach wieder ausprobiert und habe dann aber auch so für mich gesagt, hey, wir bleiben mal so ein bisschen bei diesem Simulationsding. Zeitlang habe ich aber auch mal so Horror-Games oder sowas gemacht, was eigentlich auch immer ganz gut ankam. Und dann hat man aber jetzt auch gesehen, das Interesse an meinen Videos ist so ein bisschen zurückgegangen. Was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, also das ist einfach der normale Ding. Nach einem Hype kommt immer ein nicht so Hype. Nach dem Hype kommt auch immer so ein kleiner Abfall. Und das ist auch immer so. Ich bin ja generell Abfall. Also ich bin ja literally Müll. Also was ich hier mache, ist ja einfach nur Garbage. Ne? Also von daher, das passt ja auch. Aber davon abgesehen bekomme ich natürlich über die Jahre hinweg eigentlich immer zu gewissen Charaktereigenschaften das gleiche Feedback. Und das, muss ich sagen, macht mich extrem glücklich. Die Leute sagen immer wieder, ey Kalle, du bist lustig. Kalle, du bist sympathisch. Kalle, ich feiere dich dafür, dass du so ehrlich bist. Und da muss ich sagen, Hut ab an mich selber. Bin da sehr froh, dass ich da scheinbar einer gewissen Linie, gewissen Prinzipien trotzdem treu bleiben konnte. Trotz alledem muss ich sagen, ich kann so nicht weitermachen. Und das steht jetzt im Titel und es ist auch super dramatisch. Und alle denken so, boah krass, nee Kalle, was ist mit dir los? Es ist zwar jetzt kein Clickbait, aber ihr werdet mich jetzt nicht direkt los. Keine Sorge. Ich habe natürlich jetzt auch gerade dieses Musikding und so ein bisschen angekündigt. Aber ich habe jetzt auch in der Zeit, wo ich mit Electric Callboy unterwegs war, ich habe jetzt auf der Tour mit Electric Callboy halt gemerkt, ich brauche Live-Publikum. Ich brauche Menschen, vor denen ich stehe, um glücklicher in meinem Beruf zu sein.
Denn alles, was ich hier bisher gemacht habe, ist immer in diese Kamera zu sprechen. Wobei, in diese Kamera habe ich noch nicht so lange gesprochen, weil die ist recht neu und die ist aber auch sehr schön. Ich möchte mich jetzt an diesem Punkt gerne wieder ein bisschen weiterentwickeln. Und das Glück, was ich gerade habe, ist, ich habe zwei YouTube-Kanäle. Diesen hier und diesen hier. Und auf diesem hier habe ich schon jetzt, glaube ich, 4 Videos gemacht, wo ich gesagt habe, ey, jetzt kommen wieder Videos. Nee, warte mal, muss ich anders machen. Ey, jetzt kommen wieder Videos. Ey, voll regelmäßig. Die ganze Zeit lade ich die Sachen hoch. Ey, uncut shit. Ja, und jetzt kommen da einfach seit Wochen schon wieder keine Videos. Erstens, weil ich krank war, dann war ich Burnout, dann war ich blöd, dann war ich fett, dann bin ich hässlich. Alles Mögliche gleichzeitig. Also ich habe immer wieder nach außen hin wahrscheinlich eine billige Ausrede gefunden. Für mich war es sehr notwendig, dass ich Pausen mache, dass ich mich nicht überarbeite, weil ich jetzt die letzten drei Jahre sehr viel reingehauen habe, sehr wenig Freizeit mir genommen habe. Und jetzt ist es ein bisschen in die andere Richtung gekippt, dass ich mir tatsächlich mehr Freizeit nehme, ein bisschen weniger arbeite, was mir persönlich mega gut tut, was natürlich für meine Kanäle Gift ist, was man natürlich jetzt auch an den Zahlen so ein bisschen mitbekommen hat. Aber ich arrangiere mich damit ganz gut, weil ich mir auch ein gutes Polster gerade so aufgebaut habe und mir selber sage, ich kann jetzt mal ein bisschen chilliger machen, weil ich halt 3 Jahre wirklich Vollgas gegeben habe. Aber nochmal kurz zurück zu dieser Tournee. Ich habe da einfach gemerkt, ey, erstens, das hier ist mega cool, also dieses Musikalische und Leute damit versuchen zu begeistern, was man auch auf diesem Kanal eigentlich schon immer so ein bisschen hat durchleuchten sehen. Denn die erfolgreichsten Projekte hatten hier auf diesem Kanal mit Musik zu tun. Also da haben wir zum Beispiel den Spandauer Hardbass. Das ist, glaube ich, bis heute das erfolgreichste Video auf diesem Kanal. Dann habe ich aber gesagt, ey, ab und zu mal so ein kleiner Song wäre doch vielleicht mal ganz witzig. Früher habe ich irgendwie so einen League of Legends Song mal gemacht. Den lassen wir mal außen vor. Aber auch vor dem Spandauer Hardbass habe ich zum Beispiel bei dem Kanal Nixterboy schon öfter mal auch musikalisch mitgewirkt. Zum Beispiel mit einem Cloud-Rapper namens Jonas Platin. Und da haben wir den Song Scheiß auf die Uni gemacht. Ich bin doch eh schon schlau. Wie kannst du viel zu alten Büchern nur so blind vertrauen? Du kennst Semester für Semester mit dem Prüfung. Ich chill mit Drinks und deiner Schwester am Südseestrand. Da habe ich mit Niklas selber auch nochmal einen LOL-Song gemacht, der hieß Ich denke mir nur Why, war auch ganz witzig. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Nixterboy ist, der nennt sich heute Niklas Kolotz und macht sehr interessante Astrologie-TikToks. Und generell so Nachhaltigkeit und Umwelt und alles, also geiler Typ, mit dem ich jetzt auch schon sehr lange befreundet. Der macht jetzt TikTok, ich nicht. Und bei diesem Musikding, wie gesagt, habe ich jetzt gemerkt, erstens, auf meinem Kanal kann das sehr gut funktionieren. Das hat sich jetzt auch in den letzten Wochen hier gezeigt. Klar, im Zusammenhang mit der Tournee, also Electric Callboy, die sowieso ultra im Hype sind, aber gleichzeitig auch, habe ich gemerkt, ey, wenn ich jetzt hier mal was anderes auf diesem Kanal hochlade, ist das nicht direkt scheiße. Weil eigentlich ist das hier, und da hat mir, glaube ich, letztens unter einem Video jemand was geschrieben, ich dachte, das ist ein Gaming-Kanal, wo ich auch so dachte, ja, eigentlich hast du schon recht. Und sogar da muss ich sagen, ihr habt jetzt sogar zuletzt hier ein Bus-Simulator-Video bekommen. Klar, war nicht ich, weil ich krank war. Aber auch da merkt man die Differenz an den Klicks im Gegensatz zu den Videos davor. Bei YouTube muss man sowieso immer auf ganz viele Sachen achten. Es gibt immer das Sommerloch. Ne? Alle gehen jetzt raus. Corona ist mehr oder weniger vorbei. Wobei, jetzt geht es ja gerade wieder hoch. Ne? Leute gehen wieder auf Konzerte. Leute gehen wieder ins Schwimmbad. Leute machen wieder Dinge. Das bedeutet auch gerade jetzt bei den Temperaturen, sitzen die Leute weniger vor Bildschirm und gucken sich YouTube-Videos an. Das ist ganz klar. Aber auch grundlegend auf diesem Kanal merkt man schon, jetzt kommt irgendwie wieder so ein Gaming-Video und die Leute schalten weniger ein. Ja, das ist natürlich dann für mich ein Zeichen, wo ich sage, okay, wir müssen es hier irgendwie wieder klarer definieren, wofür dieser Kanal eigentlich steht. Und da kommen wir jetzt zu. Das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam angehen. Denn ich habe ja, wie gesagt, die Musik angekündigt als solches. Die werden wir sicherlich mit der Kamera auch begleiten und sagen, hey, wir nehmen hier meine Studio-Session auf. Ich werde ja auch wieder nach Castrop-Rauxel fahren, um dort Songs aufzunehmen. Das heißt, da ist sowieso Potenzial, dann nochmal hinter die Kulissen zu schauen. Wir haben da auch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe auch schon bestätigte Features für meine EP. Das bedeutet, auch da wird man dann vielleicht nochmal neue Gesichter auf diesem Kanal sehen. Und ich will aber auch trotzdem weiter anderen Content hier auf diesem Kanal machen, der aber vielleicht nicht unbedingt Gaming-bezogen sein muss. Und auch mal was anderes machen kann. Und da bin ich sehr dankbar, wenn ihr mir in den Kommentaren auch gerne mit Ideen beihilft. Aber ich möchte gerne so ein bisschen den Fokus auch auf Real-Life-Content setzen.
Das bedeutet, ich nehme meine Kamera in der Hand und wir sitzen nicht hier und zocken stupide irgendein Game. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ich sitze mit Sterzig mal an einem Tisch oder mit einem Henno oder mit irgendwem, mit einer Gnu oder hast du nicht gesehen, um einfach mal was anderes zu machen. Ne? Wir müssen irgendeine Story erzählen oder wir müssen so im Wortwechsel irgendwas machen. Wir gehen irgendwo hin. Ich schaue in irgendwelche Berufe rein, wie zum Beispiel irgendwie Busfahrer. Ne? Kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich sage, ich schreibe mal ein Busunternehmen an und sage, hey, kann ich mal einen Tag bei euch auf dem Übungsplatz lernen, wie man Bus fährt oder so. Oder Fahrkartenkontrolleur oder weiß der Geier, ne? Also solche Sachen. Koch, Feuerwehrmann, da wäre ich auch voll gerne dabei. So ein bisschen wie damals Raab in Gefahr, nur Kalle in Gefahr. Kann ich mir ultra gut vorstellen. Ich glaube, das würde auch viele abholen. Weil in den Simulationsspielen, die ich jetzt ja immer gezockt habe, habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als in den Beruf sehr absurd reinzuschauen. Kochsimulator, Bussimulator, ne? Police-Simulator, das sind alles ja auch Berufe, die da simuliert werden. Und das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Und parallel dazu weiter der Fokus auf musikalischem Content hier auf diesem Kanal. Real-Life-Stuff mit anderen Creatoren zusammen irgendeinen coolen Scheiß machen und Musik hier. Und für den zweiten Kanal, da machen wir dann weiter Gaming. Also da kann es Uncut-Gameplay geben. Ich kann mir vorstellen, dass es da langfristig vielleicht auch ein geschnittenes Video gibt, wo wir das jetzt hier einfach so ein bisschen rüber transferieren. Deswegen schaut da gerne in den ersten Link in der Beschreibung. Abonniert den Kanal. Da wird es sage und schreibe nächste Woche Montag wieder losgehen mit frischem Content für eure Nase. Und diesmal aber richtig. Weil ich habe auch diesen Zweitkanal, habe ich immer so Larifari so ein bisschen behandelt, um dort ab und zu mal was zu machen. Eine Zeit lang habe ich da jeden Tag was hochgeladen. Ich merke halt, dass es irgendwann zu viel wurde. Und ja, ich auch jetzt immer noch tatsächlich teilweise mit Burnout zu kämpfen habe. Also das wirst du auch nicht so schnell los. Bin da aber auch in einer therapeutischen Behandlung gerade. Ich habe auch einen Coach, der mich immer wieder mal so ein bisschen aufpäppelt und wo wir da einfach so einen neuen Weg finden immer so, ne? Und ich lerne auch noch gerade ganz viel dazu, aber das ist jetzt auch super privat und ist für euch eigentlich auch gar nicht so wichtig. Für euch ist eigentlich nur wichtig, was kriegt ihr hier vor die Fresse? Ja, für euch die beste Möglichkeit, euch zu entscheiden, wo schaltet ihr jetzt vielleicht mal ein und wo nicht. Ich bin sehr excited, gebt mir gerne Ideen und auch eure Meinung dazu in den Kommentaren gerne mal dazu. Ich werde mir das gerne durchlesen und schauen, dass ich das Beste daraus für mich persönlich mitnehme. Ansonsten spiele ich privat gerade sehr viel WoW. Ich brauche Gold auf Venoxis. Mein Name ist Kuschinski, WoW Classic. Anderes Thema. Ich wünsche euch jetzt ansonsten noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich bin nicht so gut darin, diese ruhigen Videos zu machen, beziehungsweise dieses Real Talk, bla bla bla. Und ich hatte ja hier auch schon diese Storytime-Sachen. Da könnt ihr auch gerne natürlich eure Meinung zu geben. Ob ihr vielleicht mehr Storytime wollt oder ab und zu mal wieder so eine scheiß Herr Müller-Story, wo es natürlich auch massig von gibt mittlerweile. Weil mir passieren viele witzige Sachen. Jetzt letztens ist in meinem Auto erstmal wieder jemand beim Parken, hat er mit meinem Lack zerkratzt. Schönes Wochenende. Tschüss.